Im heutigen Coffee Break reden wir über das wichtigste Modell der modernen Portfoliotheorie. Mein Name ist Felix Niederer und ich bin Mitgründer und CEO von TrueWealth. 1990 haben zwei Ökonomen namens Black Fisher und Bob Litterman eine Theorie oder ein Modell entwickelt, das man heute unter dem Namen Black-Litterman kennt. Es ist das wichtigste Modell der modernen Portfoliotheorie. Der Black Fisher kennt man mehr von einer ganz wichtigen Formel für den Preis von einer Option. Vielleicht kennen Sie die Formel unter dem Namen Black-Scholes. Der Myron Scholes und der Robert Merton haben übrigens später auch für die Formel, für die Optionsformel und überhaupt für die Arbeiten für die moderne Portfoliotheorie einen Nobelpreis bekommen, 1997. Der Black Fisher hat ihn wahrscheinlich auch bekommen, aber er ist 2 Jahre vorher verstorben. Und der Nobelpreis wird posthum nicht vergeben. Das Nobelpreiskomitee hat den Black Fisher aber in der Nobelpreisrede erwähnt. Das heisst, es ist auch am Nobelpreiskomitee bewusst gewesen, wie wichtig dass die Black-Litterman-Arbeit war. Zum Verstehen, warum das Black-Litterman-Modell so wichtig ist und was es überhaupt macht, welches Problem das es löst, müssen wir zuerst verstehen, was denn das Modell vorher war. Mit was haben denn Ökonomen und Portfolio-Manager vorher geschafft? Das Modell, das man vor dem Black-Litterman hatte, heisst Markowitz Mean Variance Optimierung. Der Harry Markowitz hat in den 50er Jahren, das war die Zeit, in der die Amerikaner sowieso im Aufbruch waren, Apollo-Programm, 10 Jahre später sind sie auf den Mond geflogen, wo die Amerikaner die erste Grundlage von der modernen Portfoliotheorie gemacht haben. Und zwar der Harry Markowitz mit seiner Mean-Variance-Optimierung. Mean-Variance-Optimierung bedeutet auf Deutsch Risikorendite-Optimierung. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Konzept. Es geht eigentlich darum, dass man Portfolios baut, die möglichst viel Rendite machen, möglichst wenig Risiko haben. Niemand möchte ohne Not mehr Risiko tragen und niemand möchte ohne Not auf Rendite verzichten. Alle wollen eigentlich das Gleiche. Aber wie hat Harry Markowitz sein Modell funktioniert? Harry Markowitz ist davon ausgegangen, dass du als Investor eine Meinung darüber hast, was verschiedene Assets, also verschiedene Investitionsmöglichkeiten, ob das Aktien sind oder ob es ganze Anlageklassen sind, spielt da keine Rolle, was die für eine erwartete Rendite haben. Und mit erwarteter Rendite meint man jetzt nicht, deterministisch, ich weiß genau, was die Aktie in Zukunft macht, dann will man natürlich einfach nur die beste kaufen, sondern in einem statistischen Sinn. Also, ich habe ein Bild davon, ich weiß, dass die Zukunft unsicher ist, ich weiß, dass ich nicht weiß, was die Rendite sein wird von einer bestimmten Wertschrift oder von einer bestimmten Anlageklasse, aber ich habe trotzdem ein Bild darüber, in welchem Bereich statistisch gesehen die Rendite nächstes Jahr oder die nächsten 10 Jahre sein wird. Mit der erwarteten Rendite kann man sich vorstellen, den Mittelpunkt von der Renditeverteilung, wenn die Renditeverteilung symmetrisch ist. Wenn sie nicht symmetrisch ist, ein bisschen, muss es nicht genau in der Mitte sein, dann ist es ein mathematischer Begriff, den man einfach ausrechnen kann. Also das heisst, die erwartete Rendite oder sozusagen der Mittelpunkt von der Renditeverteilung für jede Anlageklasse ist ein Input ins Modell von Markowitz. Ein zweiter Input ist das Risikomodell. Also auch wieder statistisch gesehen eine Sicht oder eine Schätzung vom Risiko von jedem Asset. Und da kommt noch ein drittes Element rein. Man muss auch verstehen, man muss zumindest eine Sicht oder eine Meinung darüber haben, wie verschiedene Assets miteinander korrelieren. Sprich, tun zwei Assets sich im Gleichschritt verhalten, dann wird man von einer positiven Korrelation sprechen, sprich, angenommen, das eine Asset macht im nächsten Jahr eine positive Rendite, dann würde das andere Asset dazu tendieren, auch eine positive Rendite zu machen. Dann wäre es eine positive Korrelation. Es gibt aber auch Assets, die zeigen zumindest historisch eine negative Korrelation. Das heisst, sie tun wie gegenläufig sich verhalten. Viele Assets sind vielleicht auch mehr unkorreliert. Das heisst, das eine ist mal Plus, das andere ist Minus. Es gibt keinen grossen Zusammenhang. Die Risikosicht, also Volatilität von jedem Asset, und wie sie korreliert, kann man in ein mathematisches Objekt hineinfassen, man sagt, eine Kovarianzmatrix. Ist mathematisch nicht sehr schwierig, aber ist ein wichtiger Input für das Markowitz-Mean-Variance-Modell. Jetzt nimmst du die beiden Inputs, also erwartete Rendite und das Risikomodell, und das Harry-Markowitz-Modell gibt dir
optimierte Portfolios. Du kannst sagen, ich möchte das Portfolio von dem und dem Risiko und dann gibt es das optimale Portfolio. Du kannst was heißt optimal? Du kannst das Portfolio nicht ändern. Du kannst nicht Gewicht in dem Portfolio ändern, ohne dass das Portfolio entweder eine schlechtere Rendite hat oder mehr Risiko hat. Genau das will ja niemand. In dem Sinn sind das dann die Portfolios auf der Effizienzkurve, auf der Efficient Frontier. Tönt alles gut, aber der Nachteil von diesem Modell ist, es sagt dir nicht, was die erwarteten Renditen sind. Und es ist extrem schwierig, erwartete Renditen zu schätzen von Anlageklassen oder von einzelnen Aktien. Also die Markowitz Mean Variance Optimierung sagt dir nicht, wie du zu erwarteten Renditen kommst. Es wäre nicht weiter schlimm, aber es hat ein zweites Problem. Und zwar der Output, sprich die optimalen Portfolios, ist extrem sensitiv, hängt extrem davon ab, was du als Input ins Modell hineingehst. Wenn du nur leicht andere Renditeerwartungen ins Modell hineingehst, kommt ein komplett anderes Portfolio raus. Die Amerikaner würden sagen, garbage in, garbage out. Ist nicht, dass das Modell schlecht ist, aber es ist einfach sehr, sehr sensitiv auf deine erwarteten Renditen. Und es ist super schwierig, erwartete Renditen zu schätzen. Also man kann sie vielleicht schätzen plus minus 10%, aber nicht auf Kommastelle nach dem, oder Stelle nach dem Komma. Das kann eigentlich niemand, wenn er ehrlich ist. Und genau das Problem adressiert das Black-Letterman-Modell. Wie macht es das? Mit einem ganz einfachen Trick. Es kehrt einfach den Spieß um. Statt dass es erwartete Rendite als Input nimmt, spuckt es erwartete Rendite als Output aus. Dafür braucht es aber einen anderen Input. Und als Input nimmt es, was man als Gleichgewichtsportfolio beschreibt, oder man kann da auch einfach das Marktportfolio nehmen. Mit Marktportfolio ist die Gesamtheit von allen investierten Portfolios gemeint. Also einfach marktgewichtet, alle Anlageklassen, alle Assets, alle Aktien, alles, was es gibt auf dem Planet, alles zusammen so gewichtet, wie wir alle zusammen in der Summe investieren, ist das Marktportfolio. Das kann man jetzt als Input in das mathematische Modell hineingeben und kommt als Output erwartete Rendite zurück über, wo genau das Gleichgewichtsportfolio als Effizienzportfolio würde rausgeben. Also eigentlich im Markowitz-Modell würde es das rausgeben, aber mit dem startet jetzt Black-Letterman. Und mit dem kommst du eigentlich durch etwas, was du beobachten kannst, nämlich das Gleichgewichtsportfolio, das Marktportfolio. Du kannst einfach schauen, welche Anlageklasse hat wie viel Marktkapitalisierung. Kommst implizite erwartete Renditen über. Also du kommst eine erwartete Rendite über für die und die Anlageklasse, für die und die Aktienregion, für die und die Obligationen, für Rohstoff und so weiter kommst du über. Das Black-Letterman-Modell macht noch einen zweiten Schritt. Du kannst jetzt das wieder zurücknehmen und nimmst das als Input. Du kannst es jetzt aber anreichern und ergänzen durch deine eigene Sicht auf zukünftige Rendite. Und zwar erlaubt es jetzt, das zu mischen. Du kannst sagen, okay, das Marktportfolio hat die und die implizite Renditeerwartungen, aber ich habe noch eine Sicht, die von dem abweicht, wenn du das willst. Ich habe eine Sicht zum Beispiel, ich sage, ich glaube trotzdem, dass europäische Aktien statt jetzt 5% die nächsten 10 Jahre 7% machen. Und du kannst das kombinieren mit einer Konfidenz. Du kannst sagen, wie fest, dass du eigentlich da sicher bist, dass es so ist. Weil niemand ist 100% sicher. Und das Modell, das Black-Letterman-Modell, erlaubt da einen Konfidenzparameter reinzugeben. Also du kannst sagen, wie fest glaubst du, dass deine Sicht so stimmt und wie fest hat das Marktportfolio vielleicht doch recht. Du musst es nicht absolut formulieren, du kannst es auch relativ formulieren. Du kannst auch sagen, ich weiß zwar nicht, was europäische Aktien werden machen, aber ich glaube, dass die 2% besser werden als amerikanische Aktien. Sprich, es ist wie ein Long-Short-Portfolio. Du kannst sagen, ja, ich glaube an ein Portfolio, wo Long in europäische Aktien investiert ist, aber wo Short in amerikanische Aktien investiert ist. Und jetzt gebe ich dem Long-Short-Portfolio gebe ich eine Renditeerwartung, das ist meine subjektive Renditeerwartung. Ich verknüpfe das mit der Konfidenz, meine Konfidenz. Ich vermische das mit der Gleichgewichtsannahme, mit dem Gleichgewichtsportfolio oder mit den impliziten Renditen. Und Black-Letterman gibt für jede Risikotoleranz ein Effizienzportfolio, wo all diese verschiedenen Sachen zusammen berücksichtigt. Du kannst sogar mehrere solche Sichten mit mehreren verschiedenen Konfidenzen zusammenbringen und das Black-Letterman-Modell berücksichtigt das alles, mischt es zusammen und gibt dir eine neue Effizienzkurve, die diesen Annahmen entspricht.
Das ist jetzt ein bisschen durch den Horizont von der modernen Portfoliotheorie und sicher ein anspruchsvolles Thema, ein bisschen technisch. Umso mehr freut es mich, dass ihr reingelassen habt. Vielleicht hast du Fragen oder hast Anregungen. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal und au revoir.